herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias von Mats Gitarrenkurse und heute mit einem weiteren Video, einem weiteren Tutorial zum Thema sinnvoll Gitarre üben. Ja, und da gibt es einen ganz wichtigen Leitspruch, der heißt, wer lange langsam übt, spielt schneller schnell. Ich sag's nochmal, wer lange langsam übt, spielt schneller schnell. Ja, was soll das jetzt? Langsam üben, schnell spielen. Also, Feinmotorik, Bewegungen, die wir feinmotorisch ausführen, bedürfen einer Nervenverbindung im Gehirn. Das heißt, für jede Bewegung, also sagen wir eigentlich für jede Bewegung, aber natürlich auch für die ganzen feinmotorischen Bewegungen, müssen neue Nervenstränge im Gehirn gebaut werden, sozusagen. Wir legen da eine Straße an, sozusagen. Und das ist klar, wenn eine Straße gebaut wird, das braucht ein bisschen, bis die soweit fertig ist. Ja? Gut, wenn ich jetzt aber eine Bewegung schnell ausführe, dann hat das Gehirn, also eine Bewegung, die ich noch nicht kann, muss ich natürlich dazu sagen, wenn ich noch eine Bewegung schnell ausführe, die ich noch nicht kann, dann hat das Gehirn nicht die Chance, in die Bewegung einzugreifen. Auf der einen Seite bedeutet das, das Gehirn kann die Straße nicht weiterbauen, weil wie soll das Gehirn die Straße bauen, wenn dem Gehirn gar nicht bewusst wird, wie die Straße aussehen soll. Und das ist halt in dem Augenblick der Fall, wenn die Bewegung zu schnell ist. Das zweite ist, in dem Augenblick, wo ich die Bewegung zu schnell mache oder schnell mache und das Gehirn nicht in die Bewegung bewusst eingreifen kann, ja, was passiert dann? Ja, der Körper schaltet auf Automatik und macht irgendwie. Und irgendwie ist auf der Gitarre immer denkbar das Ungünstigste. Ja, weil dann die Bewegungen nicht bewusst vollzogen werden, sondern sie passieren einfach. Ja, und das heißt, ich kann weder die Bewegungsgröße steuern, wie weit bin ich von den Saiten weg, also wie sind die Finger vorher, wie sind die Finger nachher nach der Bewegung, sind sie nah dran, sind sie weit weg, das kann ich alles nicht steuern, genauso wenig wie den Druck. Also wie ist die Druckintensität im Finger? Auch das kann ich nicht steuern. Und das bedeutet aber, je langsamer ich übe, je bewusster ich mir genau diese beiden, also insbesondere diese beiden Faktoren mache, sprich Druck und Bewegungsweite, desto bewusster wird mir die Bewegung. Und desto eher bekommt das Gehirn auch eine Vorstellung von der Bewegung. Und kann dann eben entsprechend besser die Straße bauen. Und je häufiger ich dann diese Bewegung in dieser Art und Weise mache, sprich so langsam, dass dem Gehirn diese Faktoren bewusst werden, desto besser kann das Gehirn die Straße bauen und desto schneller kann das Gehirn die Straße bauen. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Spruch. Das heißt, wenn ich also extrem langsam übe und mir all diese Faktoren bewusst mache, wie ist meine Handhaltung links, wo ist mein Daumen, wie ist der Druck im Daumen, wie ist der Druck in den Fingern, wo sind meine Finger vorher, wo sind meine Finger nachher, sowohl auf dem Griffbrett als auch in der Luft, ja, wie ist es mit meiner rechten Hand, wie schlage ich an. Wenn all diese Dinge ganz, ganz klar sind und vor allem, wenn ich sie langsam mache, diese Bewegung, führe ich sie immer wieder gleich aus. Und das ist das noch viel Entscheidendere. Wenn ich eine Bewegung mache und ich führe sie 20 Mal aus und im Prinzip führe ich sie 20 Mal unterschiedlich aus, ja, dann kann man sich vorstellen, wie die Straße im Gehirn aussieht. Ja, die geht dann irgendwie innerhalb von 10 Metern so. Das gibt keine gerade Straße, sondern das gibt Chaos. Ja? Das heißt, wir müssen unserem Gehirn genau sagen, wie muss diese Bewegung aussehen, wie will ich sie haben, also sowohl
vom Druck als auch von der Weite. Und dann muss ich versuchen, die Bewegung immer gleich auszuführen. Und dieses immer gleich ausführen, das kann ich auch nur, wenn ich entsprechend langsam übe. Also, ja, ganz, ganz wichtig, langsam üben. Langsam üben. Ja, das heißt, wenn ich eine Bewegung mache, wirklich in Ultrazeitlupe, dass ich mir über jeden Schritt, über jeden Kraftaufwand, über jeden Druck, über alles absolut im Klaren bin. Und selbst wenn jetzt so eine Bewegung unter Umständen 2-3 Sekunden dauert, wenn ich jetzt diese Bewegung 30 Mal hintereinander mache, dann ist das eine Minute. Was ist eine Minute? Auf der anderen Seite, wenn ich sie dann aber 30 Mal ultra langsam gemacht habe, dann weiß das Gehirn schon sehr, sehr viel genauer, was ich eigentlich von ihm will. Beziehungsweise dann sinkt das mehr und mehr ins Unterbewusstsein und ich brauche dann, wenn ich die Bewegung am nächsten Tag wieder übe, schon deutlich weniger darüber nachdenken, wobei ich sie da auch wieder langsam machen sollte. Also, ganz wichtig, immer wieder ganz langsam die Dinge üben, ganz langsam, und dann wird sich automatisch irgendwann so eine Präzision einstellen, dass ich die Dinge dann auch schnell machen kann. Wer lange, langsam übt, spielt schneller, schnell. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib mir den Daumen hoch. Zu dem Thema Üben, aber wie, werde ich demnächst ein Buch veröffentlichen. Und da werde ich dann nochmal sehr ausführlich auf diese Dinge eingehen, die in dieser Reihe sinnvoll Gitarre üben vorkommen. Weitere Informationen dazu findest du dann demnächst auf meiner Homepage www.mats-gitarren-kurse.de. Falls das Video gefallen hat, gib mir den Daumen hoch, abonniere meinen YouTube-Kanal, schau dich ein bisschen auf meinem Channel um, da gibt es inzwischen jede Menge andere Videos. Wie gesagt, komm auf meine Homepage vorbei. Da findest du auch Informationen zu Skype- bzw. Webcam-Unterricht. Ich unterrichte jetzt seit knapp 30 Jahren und kann eigentlich jedem auf seinem Gitarrenweg weiterhelfen. Oder komm auf meiner Facebook- oder Twitter-Seite vorbei. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit der Gitarre. Langsam üben. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und tschüss.